Schlagerparadies. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim gefilmten Interview und heute ist die Gruppe oder ein Teil der Gruppe von Truckstop bei mir, nämlich der Andreas und der Teddy. Hallo Leute. Genau. Nicht ohne Grund sind die natürlich bei mir heute, denn, tada, hier ist sie. Das ist die neue CD der Gruppe Truckstop. Da steht nicht umsonst eine große 50 drauf, oder? So alt sind wir schon. Ja, 50 Jahre jetzt, ne? Ein bisschen weise, ja, genau. 50 Jahre seid ihr nicht, 50 Jahre arbeitet ihr schon mit diesem Projekt, so muss man es doch eigentlich nennen, ne? Also du natürlich von Anfang an, ja, unser Projektleiter ist. Genau, Projektleiter und Gründungsmitglied. Und der Andreas ist ein bisschen später dazugekommen. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich bin jetzt 10 oder 11 Jahre dabei. Also jetzt auf der Bühne bist du im 11. Jahr. Genau. Und vorher war er aber als Schreiber und Springer, sage ich mal so, wenn einer bei uns krank wurde oder so, da kam immer Andreas. Mhm. Genau. Ich bin schon seit 30 Jahren quasi so im Dunstkreis. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, und da habt ihr euch gedacht, 50, das ist genau der richtige Anlass. Da legen wir mal richtig was vor, nämlich eine Doppel-CD. Mhm. Teilweise kennen wir natürlich die Lieder schon, aber ihr habt auch 12 neue da drauf gepackt. Yes. Und ja, berichtet doch mal ein bisschen, wie habt ihr euch das, ihr habt euch bestimmt Gedanken darüber gemacht, was soll da drauf? Ja, und? Ja, auf jeden Fall. 50 Jahre ist natürlich ein weiter Begriff, da mussten wir unheimlich viel abdecken und wir haben einen Bogen gezogen von heute zu damals, zu den Anfängen. Wir fangen auf dieser Doppel-CD mit den 9, 12 Liedern an, die wir geschrieben und komponiert haben und gehen dann immer weiter zurück bis ins Jahr 1973. Hello Josephine, das war unsere erste Single. Ja. Und die ist natürlich hier die drauf. Die ist auch drauf, ja. Natürlich, logisch. Ja, ich habe schon gesehen, da sind natürlich eure Knaller, sind ja alle mit drauf, ist ja logisch. Aber ich habe auch gesehen, ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel, was man nicht unbedingt so kennen muss, wenn man jetzt kein eingefleischter Fan ist, sondern wenn man ganz normal Radio hört, sage ich mal. Hier gibt es eine Version Hello Lady Harley mit den Bellamy Brothers. Das, genau. Ist das was Neues oder gibt es das schon eine Zeit lang? Das gab es schon mal einmal und zwar zu unserem 30-jährigen Jubiläum hatten wir eine CD gemacht mit Gästen. Also da war Tom Astor dabei, Gunter Gabriel und so weiter. Und unter anderem auch die Bellamy Brothers, weil wir uns mit denen angefreundet haben in der Schweiz. Ja. Weil wir alle 2 Jahre mit denen zusammen spielen. Und da haben wir gesagt, wir schicken mal ein paar Titel von uns rüber, die so ungefähr in euer musikalisches Spektrum passen. Und dann haben sie sich den ausgesucht, dann haben wir einen englischen Text drauf gemacht. Dann haben die den englischen Text in richtig gemacht. Okay. Und haben das draufgesungen und haben gesagt, so, wir sind unsere eigene Plattenfirma, wir sind unser eigener Verlag, wir schenken euch die Nummer in die Banane, so, ohne, einfach per Handschlag. Und es ist richtig toll geworden. Ja, das sind coole Jungs, ne? Absolut. Ja, also ich lese hier zum Beispiel aber auch Maschendrahtzaun, ne? Ohne den Titel geht es ja nicht. Der muss da mit dabei sein, das ist ja auch klar. Oder ich meine, was tatsächlich jeder Take It Easy, altes Haus, ja, das muss man einfach kennen, wenn man Truckstop kennt und hört und alles mit da drauf. Ganz viele tolle ältere Titel, neuere Titel, was du gerade gesagt hast, die ganz frisch sind, aber auch die ein bisschen frischer sind, aber auch schon Hits sind, nämlich Moin Moin zum Beispiel, ist ein toller Hit geworden. Ja. Ne? Mhm. Also da sind auch neue Hits drauf, alte Hits drauf. Und von den ganz neuen, hast du gesagt, könntest du was spielen. Soll ich das mal machen? Ja, das würde ich doch mal vorschlagen. Der Titel heißt irgendwas mit Helden. Helden von heute. Genau, und der handelt ganz einfach davon, von dir und mir, von ganz einfachen Leuten, die man überall auf der Straße trifft, die ihr täglich Brot verdienen und einfach irgendwie coole Leute sind, Helden sind, wie man sie überall trifft. Davon handelt dieser Titel. Sie tragen kein Smoking und trinken lieber Bier. Man sieht sie nicht im Fernsehen, das ist nicht ihr Revier. Sie sind nicht unverwundbar, gemacht aus Fleisch und Blut. Sie sind keine Alleskönner, doch was sie können, das können sie gut. Helden von heute. Trifft man beim Bäcker nebenan,
sie sind ganz normale Leute. Man findet sie im ganzen Land. Und so weiter und so fort. Vielen Dank. Ja, gehört sich so. Vielen Dank. Im Übrigen die aktuelle CD. Nur mal am Rande. Wie gesagt, ihr seid ja jetzt schon 50 Jahre, also du nicht ganz, aber du auf jeden Fall dabei. Du bist ja auch schon lange dabei, deswegen kann ich euch das gemeinsam ruhig fragen. Was war denn so das Nervigste in der Zeit beim Musikmachen? Was ist für euch das Nervigste? Das Nervigste? Also für mich das Nervigste ist Open Air bei Regen. Ei, ja, das stimmt. Also wenn es richtig gießt, also das hat man ja öfter mal auf dem Nürburgring, da ist ja das Wetter, hat ja sein eigenes Wetter. Und wenn wir da gespielt haben und das hat gegossen, also das macht überhaupt keinen Spaß. Die Finger sind kalt und das Wasser kommt auf die Bühne. Ja. Nee, das ist für mich das Ekelhafte. Vor allen Dingen ist das für die Fans auch doof, wenn die dann bis zu den Knöcheln im Schlamm stehen. Mhm. Dann kommt keine Stimmung auf, dann können wir uns sonst wie verbiegen da oben. Es geht einfach nicht los. Aber dann bei schönem Wetter ist das Größte, was man machen kann. Das ist so fantastisch. Ja, das wäre meine nächste Frage, aber das soll ja nicht die Antwort eigentlich sein, sondern was ist das Tollste am Musikmachen für euch? Ganz klar die Fans. Also ohne die Fans bräuchten wir keine Musik machen, nee. Dann das wäre witzlos. Und wir haben wirklich tolle Leute, wir haben Fans, die kommen bis zu 10-mal hintereinander, folgen uns richtig. Also das macht schon Spaß, die dann immer wieder zu sehen und ja, eine tolle Geschichte. Und für mich ist es einfach so ein Lebenselixier, das ist so, das treibt mich immer weiter an irgendwo. Mhm. Man muss ja Erwartungshaltung erfüllen. Also da sage ich mal, wir haben es schwerer als der HSV. Wenn der HSV irgendwo vergeigt, ja, ist er nächstes Jahr wieder da. Wenn wir irgendwo vergeigen, dann dürfen wir da nicht wieder auftauchen. Dann kommen die Leute nicht mehr. Also müssen wir immer drei Auswärtspunkte machen. Und das treibt einen, das ist auch, der Job ist einfach geil. Du kriegst ja dein Feedback. Erfolgserlebnis direkt. Sofort, ja. Boom. Oder eben auch nicht, aber, ja. Aber was, sag mal, wenn du im Finanzamt sitzt und ein Formular ausfüllst, dann sagt keiner, bravo, das haben sie aber toll gemacht. Ja. Also wer dann, weiß. Wer weiß. Im Moment klatscht man ja für vieles. Ja. Das ist wahr, ja. Oh Mann, ja. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch das schönste Ereignis in eurer Laufbahn wissen. Für jeden ist das ja vielleicht was anderes. Das schönste Ereignis. Ja, was war das schönste von Truckstop in dieser ganzen Truckstop-Zeit? In den 50 Jahren, das schönste. Müssen wir den fragen, der ist länger dabei. Also dann müsste ich einige aufzählen. Ja, darfst du gerne. Also fange ich mal an mit USA. Da waren wir bei so einem großen Festival mit Tom Jones und Bobby Bear, Bellamy Brothers und alles mögliche. Da waren 30.000 Leute und wir kriegten dann so einen Award. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Dann ist er ganz am Anfang, 1974, mit Fats Domino. Das war ja der Titel Hello Josephine. Der war ja von Fats Domino. Mhm. Den haben wir dann nachgezogen. Und wurden dann von der Plattenfirma mit ihm auf Europa-Tour geschickt als Supportband. Okay. Uns kannte kein Mensch, aber egal. Das war, und wir kamen in Hallen rein. Royal Albert Hall, Olympia Paris und solche Dinger, wo du sonst gar nicht reinkommst. So richtig, da sagst du, oh, hier hat Josephine Baker getanzt und so. Mhm. Ja, das war natürlich ein Highlight für uns. Also richtig Spaß. Und dann innerhalb dieser Tour gab es ein Doppelkonzert in Berlin mit einer Stunde Pause dazwischen. Und wir haben da ein bisschen Session gemacht. Und dann kam der Fats Domino dazu, setzte sich ans Klavier und spielte. Dann haben wir eine Stunde mit dem Session gemacht. Einfach nur. Ja, unvergesslich. Das, das kann ich mir gut und vorstellen. Und ein Ding ist auch noch, das nie festgehalten wurde. Hier, der Herr Hackman, weißt du, von J.R. Larry Hackman, J.R. Da waren wir, ich weiß nicht, ob das Mannheim war, in einer Halle, machten Soundcheck und in einer kleineren Nebenhalle war er mit seiner Frau und hat eine Lesung abends gemacht. Okay. Und hörte auf der, hey, das ist ja Country-Musik, kam er rüber und hat bei uns Some Broken Hearts mitgesungen. Oh nein. Und scheiße, es hat kein Foto, es gibt nichts davon. Ja. Aber das war so ein Highlight. Ja, glaube ich. Und also mein persönliches war auch noch eins. Das war eine Fernsehsendung, in der war auch hier Frau Chaplin.
Das ist mit Vornamen nochmal. Geraldine. Und für die habe ich geschwärmt, damals bei Dr. Chivago. Natürlich, wer nicht. Und plötzlich sitzt sie neben mir in der Maske und habe ich sie gefragt, ob ich ein Foto mit ihr mache. Ja, sure, kein Thema. Völlig auf dem Boden, super. Jetzt habe ich ein schönes Foto mit Geraldine. Ja. Das hast du mir nie gezeigt. Nee, das ist auch nur für mich. Das wird dich drum beneiden. Mensch. Sam, du wirst doch auch tolle Erlebnisse schon mit Truckstop gehabt haben. Ja, oder? Vor allem mit Teddy. Wenn wir zusammen kochen, im Auto erleben wir auf der Tour lustige Sachen. Also eigentlich ist andauernd irgendwas los. Mhm. Wenn ich jetzt davon spreche, was das Schönste war, muss ich natürlich auch fragen, was das Schlimmste war. Was gibt's denn Schlimmstes? Also das Schlimmste, ja, das war natürlich der Tod von das war von Lucius schlimm, ja. Und dann später noch mal Francisco. Das war schlimm, ja. Aber es gibt auch so peinliche Nummern irgendwie. Mhm. Das hatte ich dir gerade im Auto erzählt. Das war im Phantasialand bei Köln, der Vergnügungspark. Mhm. Da hatten wir von RTL Rundfunk damals, lange her, eine Sendung mit Halbplayback. Da sollten wir auftreten. Und wir hatten das Halbplayback damals auf Tonband, ne, wurde das ja mitgenommen, 19 Zoll. Ja. Abgegeben. So war das. So, und dann angesagt, und nun, meine Damen und Herren, Truckstop. Und dann geht halt Musik los. Brown Girl in Red. Oh nein. Bobby M. Haben wir das falsche Band mitgekriegt. Oh nein. Was habt ihr gemacht? Ja, abgebrochen. Und dann kam einer von den Tonmenschen und sagte, ich habe die neue Kassette. Die habe ich bei mir im Auto. Da ist das Lied drauf. Gut, bring her. Aber zack, oh nein. Hat der Kassette gespielt. Ich werde es ja auch nicht mehr erleben, aber dass es in 50 Jahren immer noch Truckstop gibt und dass sie hier mit einer 100 auflaufen und eine Doppel-CD präsentieren. Und also die Jungs feiern jetzt erstmal ihr 50-Jähriges. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hat mich gefreut. Und präsentieren ihr Album dazu und ich drücke euch die Daumen, dass das gut angenommen wird. Aber so wie die erste Nummer schon gut abgeht, kann ich mir das gar nicht anders vorstellen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss an dieser Stelle. Ciao, ciao. Ciao. Schlagerparadies.